Robert der Gutmütige, Teil 5. Robert öffnet ohne Scherz seinem Bruder stets sein Herz. Ein Schlagzeug und ein Saxophon, zwei Freunde hatten diese schon. Bei Walter, der sehr kurz gedrungen, hat eine Gitarre gut geklungen. Einig war man sich im Ziel, das Instrument kostet sehr viel, da alle drei zumeist ohne Geld beim Robert einen Kredit bestellt, den man bis zum guten Schluss gemeinsam abtragen nun muss. Bei 1000 Euro lag diese Summe, doch Robert wäre dann der Dumme, wenn einer von dem Trio hier statt zahlet, lieber trinket Bier. 200 Euro, so zahlt man knapp den Robert jeden Monat ab. Nachdem das teure Stück gekauft, da wurde es zunächst getauft. Das Trio hat die ganze Nacht so richtig einen drauf gemacht. Nach vielem Üben endlich am Wochenend ihr Auftritt kam. Beim Hochzeitsfest im großen Saal spielten sie zum ersten Mal. War auch der Sound noch nicht so rein, auch der Gesang könnte besser sein, eroberten sie sich die Herzen mit, ach, nicht immer saugen Scherzen. Beim Tanzen wollte es nicht gelingen, die Gäste erst in Schwung zu bringen. 1, 2, 3 beim Wechselschritt kamen die Tänzer oft nicht mit, und dadurch gab es praktisch nie beim Tanz die echte Harmonie. Die Pausen wurden immer länger. Bruder Walter trank viel, der gute Sänger. Und als er schließlich nicht mehr trank, vom Stuhl er langsam runtersank, so hatte das Trio zum ersten Mal sogleich einen prächtigen Skandal. Als sie nach Wochen dies verdaut, hat man sich wieder aufgebaut und hier und da hört man ihr Spiel, was sie verdienten, war nicht viel. So kam es, was ja nicht kommen sollte, man zahlte nicht, obwohl man wollte. Dem Robert erklärte man die Situation, zwei legten auf dem Tische schon den Anteil, den sie zu entrichten, doch der dritte musste verzichten. Dadurch konnte, so wie vorgesehen, die dritte Rate nicht entstehen. So nahmen nun für sie ein Glück die zwei vom Tisch ihr Geld zurück. Nun sagte man dem Robert glaubhaft, dass man die dritte Runde schafft. Doch Robert sichtlich ist benommen. Als wieder dann kein Geld gekommen, fragte beim Bruder Walter an und dieser antwortete sodann, dass wieder wie beim ersten Mal zwei Spieler zahlten doch fatal. Der dritte wieder sei in Not, der habe nicht einmal mehr Brot. Den Namen könne man nicht nennen, sonst würde sich das Trio trennen. Robert war zwar nicht zufrieden, bevor von Walter er geschieden, musste dieser ihm versprechen, dass sie demnächst auch weiterblechen. Im nächsten Monat aber hört Robert wieder das Palaver. Bruder Walter erklärt ihm liebevoll, zwei vom Trio zahlten toll. Der dritte sei ein armer Mann, er käme an anderer Leut Geld nicht ran. Darauf die Zahler ihn nicht richteten, aber auf Zahlung dann verzichteten. Nun war selbst Robert es zu bunt. Hier und heute sei die Stund, wo Walter ihm nun beichten müsse, wie des dritten Namen hieße. Bruder Walter hat erst mal geschluckt, dann hat er noch mal aufgemuckt, als dann gestand er seinem Bruder, er selber sei das arme Luder. Zunächst war Robert leicht schockiert, doch dann schien es sehr fasziniert davon, dass die Gitarre man verkaufe, da das Geschäft ja nicht mehr laufe. Als dieses später dann geschah, war all sein Geld fast wieder da.
Es fehlten allerdings zwei Scheine. Diesen Verlust trug Robert alleine. Froh tröstet er sich nun damit, dass er mit Bruder Walter Quett aus dem Geschäft ganz unbenommen sei er gut wieder rausgekommen. Bruder Walter hier in der Mitte, der zahlte nicht, er war der Dritte. Bruder Walter in der Mitte, er zahlte nicht, er war der Dritte.